wie kommt man aus einer Krise raus, wenn es einem überhaupt nicht gut geht, wenn man nicht weiß, soll man jetzt links, soll man rechts. Mir geht schon über Wochen, über Monate nicht gut und am liebsten würde ich alles hinter mir lassen und mach, am liebsten könnte ich aus der Haut fahren. Aber ich weiß nicht, wohin soll ich. Ja, das kennen wir alle, gell? So eine richtig tiefe Krise, wo man überhaupt nichts mehr weiß. Wie geht man damit um? Wie soll man da wirklich damit umgehen? Hinter mir wird gleich einmal die Sonne aufgehen. Und auch in deinem Leben wird die Sonne aufgehen. Das garantiere ich dir zu 100.000%. Ganz, ganz sicher. Auch wenn du jetzt nicht siehst, wohin es geht. Wie geht man da damit um? Da ist das Allerwichtigste, mit seinem Denken, mit seinem Fokus im Heute zu sein, im Jetzt. Weil wenn du jetzt an die Zukunft denkst, wenn du jetzt denkst, wie wird das alles, um Gottes Willen, da kriegst du einen Knopf im Hirn. Weil der Kopf, das logische Denken, schöpft immer aus vergangenen Erfahrungen. Und der Kopf projiziert nachher das natürlich in die Zukunft. Und du hast aber jetzt eine Krise. Dazu hat der Kopf keine Antwort, weil das, was jetzt gerade ist in deinem Leben, hat er so noch nie erlebt. Also kann er nichts abrufen. Da gibt es nur eins. Hundertprozentiges Vertrauen ins Leben. Zu 100%. Wir haben ja auch alle Vertrauen, dass die Sonne jeden Tag aufgeht. Und sie wird aufgehen. Das wird noch ein paar Minuten dauern. Auch in deinem Leben. Und da kann man uns jetzt ins Leben reinfallen lassen und sagen, okay, wird schon richtig sein, so wie es ist. Wird schon richtig kommen, so wie es richtig ist für mich. Und es kommt ganz sicher richtig so. Wirst es sehen. Nur dein Kopf hat momentan keine Informationen und keine Antwort dazu. Aber lass dich ins Leben reinfallen und konzentriere dich auf das, was jetzt gerade ist. Und sag zu dir einfach, zur Erinnerung, ich bin jetzt da, wo meine Füße sind. Und nicht weiter, keinen Zentimeter weiter. Und nachher sammelst du deine Energie und deine Kraft und du gewinnst Vertrauen. Und du wirst sehen, es kommt genau richtig. Und zwar, es kommt so, wie sich dein Kopf das nie hat können vorstellen. Die Sonne wird aufgehen in deinem Leben, das garantiere ich dir, zu 100%. So wie da hinten die Sonne auch gleich einmal aufgehen wird. Es wird schon rot, die Wolken werden schon rot, es wird schon sichtbar. Und in deinem Leben auch. Und das wünsche ich dir. Ich wünsche dir, dass du das Vertrauen hast, dass es so ist. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich freue mich schon. Vierte Servus. Mach's gut.